So, wir haben jetzt noch zwei Kurzvorträge mit Diskussionen und zum Schluss die Abschlussdiskussion. Als nächstes ist wieder der Niklas Schörnig dran mit vom Krieg mit Robotern zum Krieg der Roboter. Ja, vielen Dank, Annette. Zwei kurze Vorbemerkungen, die eine noch auf die Diskussion eben. Man stellt halt immer wieder fest, viele Sachen, über die wir hier reden, das ist einfach eine Perspektivenfrage. Ist 1% Abstürze viel oder wenig? Das kommt darauf an, womit ich vergleiche. Vergleiche ich mit Verkehrsflugzeugen heute, dann ist es viel. Vergleiche ich es mit Verkehrsflugzeugen oder mit Flugzeugen überhaupt, nach 10 Jahren nach der Entwicklung des Flugzeugs, dann ist es wenig. Also es ist immer auch die Frage, wie vergleiche ich mit Dual Technology, mit neuer Technologie. Eben auch so die Sache ist, die Drohne was Neues, was anderes oder nicht. Man kann natürlich sagen, das Gewehr, das ist eine Projektilwaffe, damit unterscheidet sich es nur unwesentlich vom Langbogen. Aber man kann eben auch sagen, da ist doch ein fundamentaler Unterschied, wenn man eben schaut, was aus so einer neuen Projektilwaffe alles werden kann. Und das ist jetzt sozusagen auch der Punkt, über den ich jetzt reden werde, nämlich die Frage, wohin geht es in die Zukunft oder wohin kann es in der Zukunft gehen? Und natürlich ist es so, wenn man sowas vorbereitet, man weiß nie, wie ist sozusagen das Vorwissen im Raum. Deshalb mag das jetzt für einige Leute an einigen Stellen sogar vielleicht trivial erscheinen, aber einfach mal so ein bisschen die Überlegung, wohin könnte die Zukunft gehen? Deshalb, ich hatte ja vorhin die Autonomie ausgeklammert. Wenn wir also momentan auf die bestehenden Systeme schauen, die sind in der Regel langsam, sie sind ferngesteuert, haben einen geringen Anteil von Automatisierung, sie sind für Radar leicht zu erfassen, sie haben eine geringe Zuladung und man kann sie, ich habe es vorhin schon mal so genannt, nur im unumkämpften Luftraum einsetzen. Also dort, wo der Gegner über eine vernünftige Luftabwehr verfügt, wo er Kampfflugzeuge hat, kann man die aktuellen Drohnen nicht einsetzen. Deshalb, ich hatte es auch vorhin schon mal genannt, sind sie eben überwiegend für Close-Air-Support einzusetzen, wenn ich die Lufthoheit habe, oder eben für die aufständischen Bekämpfer, und darüber haben wir ja viel diskutiert. Und im Prinzip sind sie momentan eher zur Unterstützung der Infanterie, der Truppen am Boden eingesetzt, denn als wirklich eigenständiges Waffensystem. Aber die Entwicklung geht natürlich weiter. Momentan haben wir in der Entwicklung Systeme wie hier die X-47B. Die werden deutlich schneller, die haben nicht mehr Propeller, die haben dann Jetantrieb. Sie werden semi-autonom, das heißt also immer mehr Aufgaben werden durch Algorithmen an Bord vorgenommen, bis hin halt Start, Landung ohne menschlichen Eingriff. Sie werden auch stealthy, das heißt sie werden für Radar eben immer schlechter erfassbar, die Zuladung steigt. Und das bedeutet natürlich, dass diese Systeme grundsätzlich auch stärker in umkämpften Luftraum eingesetzt werden können und theoretisch dann auch irgendwann luftkampffähig werden können und dann eben auch eine Waffe in zwischenstaatlichen Kriegen werden könnten. Die X-47B ist insoweit interessant, die ist momentan, das ist ein Demonstrator, die soll so nicht angeschafft werden, aber sie hat soll eine Eigenschaft bekommen, die sie ganz speziell macht. Sie soll nämlich in der Lage sein, selbstständig ohne menschlichen Eingriff auf Flugzeugträgern zu landen. Und unter Piloten gilt das als ausgesprochen schwieriges Manöver, so eine Flugzeugträgerlandung. Und das wäre also so ein enormer Meilenstein, so ein System auf dem Flugzeugträger operieren lassen zu können. Momentan wird auch noch an der Interaktion der Fluglotsen an Bord mit der Drohne gearbeitet, dass die dann auch wirklich die Bewegungen, die Handbewegungen erkennen, dass die also wirklich voll integriert werden kann in den Ablauf auf einem Flugzeugträger. Aber was bedeutet es, wenn ich eine Drohne habe, die eben auf einem Flugzeugträger stationiert ist? Und das hat strategische Implikationen. Und wenn wir uns mal anschauen, das sind Quellen, die habe ich im Internet, hat mir noch kein Militär bestätigt, das hat sich aber auch keiner dementiert. Der Operationsradius so eines US Carrier Air Wings ist ungefähr 400 nautische Meilen. Das ist hier so, hier ist der Flugzeugträger und das ist so der Einsatzradius, in dem man operieren kann. Die X-47B, an der sich natürlich dann die nächste Generation, wie gesagt, es ist ein Demonstrator, aber die nächste Generation soll sich an den Kerndaten orientieren. Die hat einen Operationsradius von ungefähr 1500 nautischen Meilen.
Okay, hier ist die Animation nicht ganz okay. Und wenn ich die dann noch luftbetankungsfähig mache, also hier haben wir die 1500 nautischen Meilen, wenn ich die noch luftbetankungsfähig mache, dass sie eine doppelte Reichweite hat, kann ich also mit einem Operationsradius von ungefähr 3000 nautischen Meilen rechnen. Und das gibt mir natürlich strategisch enorme Vorteile, wenn wir überlegen, dass möglicherweise zum Beispiel hier im Südpazifik ich operieren möchte mit einem Flugzeugträger. Ich weiß, es gibt Staaten, die haben leistungsfähige Aufklärungssysteme, die haben leistungsfähige Abwehrsysteme gegen Flugzeugträger, Anti-Flugzeugträger-Raketen entwickelt. Und ob ich nun da nah ranfahren muss oder ob ich irgendwo mich im Nordpazifik aufhalten kann, um dort noch in der Region zu operieren, das hat natürlich strategische Implikationen. Und meines Erachtens ist es nicht Zufall, dass momentan die modernste Kampfdrohne, die in den USA entwickelt wird, eben diese Flugzeugträgerfähigkeit besitzen soll. Und das führt aber dann zur Frage, wie führt man diese Drohnen, wenn man halt eben sich überlegt, diese Drohnen müssen dort operieren. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über die Frage geredet, kann man die dann irgendwie mit falschen GPS-Koordinaten füttern, kann man das Funksignal stören etc. Laut Aussagen des US-Militärs, auch laut Aussagen unseres Verteidigungsministers, ist es ja nicht geplant, dass Drohnen irgendwann die Entscheidung über den Waffeneinsatz tatsächlich ohne menschlichen Eingriff vornehmen wollen. Nun, wir haben es vorhin schon gesehen, momentan alles noch ferngesteuert, man in the loop. Aber das funktioniert so. Ich habe, wie gesagt, ich denke, das Wissen ist hier weiter, aber ich habe es halt nochmal drin, weil ich nicht wusste, ob man das bei jedem voraussetzen kann. Wir haben ja auch vorhin über Latenzen geredet. Die Drohne sieht was, sendet das an Satelliten, das geht an die Bodenstation und der Operator schickt nun ein Signal zurück und sagt, ja, reagier irgendwie drauf oder ignoriere es oder mach auch was auch immer. Und das Signal läuft ungefähr 2 Sekunden zur Station, läuft 2 Sekunden zurück. Wir hatten es ja vorhin gehört, ungefähr Latenz, 4 Sekunden, wenn man da über den Atlantik oder von USA in Afghanistan operiert. Das ist natürlich, wenn ich jetzt so ein Haus habe, das nicht wegläuft oder so, 4 Sekunden, das ist nicht viel. On the loop würde jetzt halt bedeuten, die Drohne fliegt selbstständig, einen GPS vorgegebenen Kurs und sieht das Haus, sendet das wenigstens zurück und der Operator kann nun sagen, okay, mach dies oder jenes. Dann er sitzt sozusagen nicht die ganze Zeit hinterm Joystick, aber er kann eingreifen, wenn etwas Unvorhergesehenes, wie hier zum Beispiel irgendwas, was man halt spannend findet und die Drohne hat es aufgeklärt, dass er dann halt einfach eingreifen kann. Jetzt muss man sich aber vorstellen, nach US-Strategiepapieren und auch nach Aussagen einiger deutscher Militärs sollen Drohnen irgendwann luftkampffähig werden. Und wenn ich bemannte Flugzeuge in allen Missionen ersetzen möchte, ist es meines Erachtens nicht mehr möglich, das über eine Fernsteuerung zu machen. Ganz simpel. Im Luftkampf kommt es eben auf Reaktionen in Sekundenbruchteilen an. Da mag möglicherweise sogar die Latenz eines Funksignals, wenn ich den Drone-Operator vor Ort habe, schon zu lange sein. Und das heißt, wenn die Drohne tatsächlich alle Funktionen des bemannten Flugzeugs übernehmen soll, muss sie die Fähigkeit haben, auch selbstständig über den Waffeneinsatz zu entscheiden. Denn sonst passiert folgendes Szenario. Boogie auf 12, der schießt eine Rakete ab, die Drohne sendet nun zurück, was soll ich denn machen? Und der Operator sendet zurück, weiche aus, aber da ist die Drohne schon abgeschossen. Das heißt, es gibt eine ganz klare Überlegung, dass man sagt, wenn die Drohne tatsächlich komplett alle Aufgaben des bemannten Flugzeugs übernehmen soll, ist Autonomie über den Waffeneinsatz zwingend. Und das ist eine Sache und ich denke, da muss man einfach jetzt auch in der Debatte, die ja eben so ein bisschen, wir hatten mal zivil, wir hatten Aufklärungsdrohnen, bewaffnete Drohnen, dann über Autonomie, man muss das, glaube ich, auch in den Forderungen und in den Fragen, die man da stellt, trennen. Und momentan, international, würde ich neben der Frage der Targeted Killings die Frage der Autonomie als das am heißest diskutierteste Thema sehen. Denn natürlich, das wirft ethische und rechtliche Herausforderungen auf, wurde ja vorhin von Constanze schon gesagt, eben die Frage,
ist es nur ein bürokratischer Ablauf, dass der Algorithmus dann halt irgendwie bestimmte Sachen abarbeitet und kommt zu dem Schluss, ja, darf schießen? Oder ist es nicht doch eine ethische Frage, ob man diese Entscheidung tatsächlich nicht doch einem Menschen überlassen will am Ende des Tages oder nicht? Über die rechtlichen Herausforderungen wird der Philipp gleich sicher noch was sagen. Das Problem ist halt einfach, dass hier die Zuordnung schwierig wird. Über die rechtliche Zuordnung können wir dann nach Philipps Vortrag diskutieren, aber auch eben eine moralische Zuordnung. Wer ist sozusagen verantwortlich, wenn die Drohne tötet? Ist es der Programmierer, der aber sagen kann, ich habe ja bestimmte Szenarien gar nicht voraussehen können? Weil ja Autonomie in einem gewissen Grad auch unvorhergesehenes Verhalten abdecken muss. Es kann ja sozusagen nicht starr programmiert sein im Sinne, dass es halt, wenn X, dann Y, immer nach ganz klaren Logiken, weil eben die militärische Lage so viele verschiedene Optionen zulässt, dass man da einfach auch Grauzonen hat, wo man wahrscheinlich vorher nicht weiß, wie das System reagieren wird. Aber da lasse ich mich von Programmierern und IT-Lern auch gerne anders belehren. Aber die Frage ist, ja, die machen auch Fehler, aber vielleicht machen sie es ja auch alles richtig und es passieren trotzdem Sachen, die nicht abzusehen waren. Ist es der Kommandeur, der nachher sozusagen die moralische Verantwortung hat, der aber sagen könnte, wir haben es ja auch gehört, den Code kannte ich nicht, keine Ahnung. Ja? Also sozusagen, wir haben hier so eine moralische Frage der Verantwortung, solange wir nicht die Drohne selbst verantwortlich machen können, solange die Singularität noch nicht eingetreten ist und die Dinger irgendwie wirklich selbst intelligent sind, ist es irgendwie ein bisschen absurd zu sagen, wir machen die Drohne verantwortlich. Ja? Das wird der Philipp noch hier ausführen. Ein Punkt, der sicherlich hier auch eine Rolle spielt, ist eben die Frage, es mag ja sein, dass ich meinen eigenen Softwarecode kenne und es mag sein, dass ich weiß, wie der in bestimmten Situationen reagiert, aber da habe ich mich auch von Programmierern und Informatikern belehren lassen. Das Problem ist halt, wenn Drohne mit unbekanntem Softwarecode oder nur für sich bekannten Softwarecode auf Drohne mit unbekanntem Softwarecode trifft. Und Noel Sharkey, der hier sehr aktiv ist bei der Kampagne gegen autonome Waffensysteme und Drohnen, der sagt, es gibt so ein Beispiel bei Amazon. Amerikanische Anbieter haben bestimmte Computeralgorithmen, nach denen sie die Preise von Büchern, die sie bei Amazon gebraucht anbieten, festsetzen. Und da kommt es dann halt ab und an vor, dass aufgrund der Tatsache, dass die Programme den Algorithmus der anderen Seite nicht kennen, sich bei den Preisen hochschaukeln. Man konnte also schon bestimmte Bücher bei Amazon dann plötzlich für 1 Million gebraucht kaufen, weil die Anbieter dauernd sich im Preis hochgeschaukelt haben. Oder eben dann auch möglicherweise den Preis null, also dass man das Buch umsonst bekommen hat, weil dann sozusagen das in die andere Richtung ging. Also diese Frage, was bedeutet es, wenn Staaten, hochgerüstete Staaten tatsächlich über solche Systeme verfügen, aber nicht wissen, nach welchen Kriterien das andere System agiert. Und das Thema ist gerade von NGOs, unter anderem Human Rights Watch und auch der UN aufgegriffen worden. Wir hatten jetzt gerade im Juni den Haines Report, Special Rapporteur zur UN, zur Frage autonomer Waffensysteme, der ganz klar eine Ächtung fordert. Genauso wie Human Rights Watch, die sich eben im Rahmen dieser Kampagne Stop Killer Robots für eine Ächtung autonomer Waffensysteme aussprechen. Und das Argument, das man natürlich hier als Rüstungskontrolleur machen muss oder kann, ist, es ist immer schwerer, Staaten dazu zu bewegen, Systeme, die sie schon angeschafft haben, wieder abzugeben, als eben Staaten davon zu überzeugen, bestimmte Entwicklungen überhaupt nicht anzufangen. Aber wie groß sind jetzt die Chancen für die Ächtung solch autonomer Systeme? Hier gibt es eine interessante Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, die nun wahrlich nicht im Verdacht stehen, da zu sehr linke Positionen zu vertreten. Die argumentieren, wenn ich Drohnen bewaffne, Drohnen der jetzigen Generation, dann sind die Waffen erstmal drauf. Der technologische Fortschritt in der Softwareentwicklung hin zur Autonomie von semi-autonom zu vollautonom ist eine schiefe Ebene. Es ist ein Prozess, den man sozusagen nicht
schrittweise irgendwann stoppen kann, sondern es ist so ein ganz schleichender Prozess. Und deshalb kommen die zu dem Schluss zu sagen, eigentlich müsste man jetzt schon bewaffnete Drohnen ächten, um nicht irgendwann bei der autonomen bewaffneten Drohne zu landen. Die argumentieren sonst nicht moralisch oder so, für sie ist es gegenüber den aktuellen Systemen, für sie ist einfach sozusagen die technologische Entwicklung hin zur vollautonomen Kampfdrohne absehbar. Und wir haben auch hier schon die Probleme möglicher Rüstungsdynamiken. Wenn man sich zum Beispiel amerikanische Strategiepapiere anschaut, da wird dann argumentiert, ja, wir wollen keine Vollautonomie. Wir werden sozusagen immer den Man on the Loop haben, der noch die Entscheidung trifft. Aber wir können natürlich nicht garantieren, dass andere Staaten diesen technologischen Vorsprung dann nicht ausnutzen werden. Und dann werden wir unsere Position gegebenenfalls nochmal überdenken müssen, um nicht hier ins Hintertreffen zu geraten, weil wir noch eine Latenz in der Entscheidung haben, die der Gegner nicht hat, wodurch der die hundertstel Sekunde früher schießen kann, die eben ausreicht, um uns wirksam zu bekämpfen. Wie gesagt, die Systeme sind noch nicht eingeführt und deshalb ist es jetzt noch eine Chance, hier eine Norm zu schaffen. Das Problem an der Sache wird sein, und deshalb sage ich Norm, weil klassische Rüstungskontrolle immer auch mit Verifikation in Verbindung steht. Das heißt, ich muss irgendwie nachvollziehbar prüfen können, ob der andere auch seine Verpflichtungen eingegangen ist. Das ging im Bereich oder geht im Bereich von Panzern ganz gut, die kann man zählen. Das ging auch in so Fragen, sind Nuklearraketen mit einem oder mehreren Sprengköpfen bestückt. Da hat man dann solche Tricks gemacht und hat halt gesagt, die Gegenseite darf da kommen, darf das anschauen, aber nur durch eine Milchglasscheibe, an der man erkennt, ob ein oder mehrere Sprengköpfe drauf sind, aber man konnte keine technologischen Details erkennen. Das heißt, Rüstungskontrolle war immer mit Verifikation verbunden. Das Problem hier ist aber, dass der Schritt zwischen Teilautonomie und Autonomie am Ende des Tages im Softwarecode liegen wird und es praktisch unmöglich sein wird, Millionen Zeilen von Softwarecode nachprüfbar zu verifizieren, inwieweit die tatsächlich einen autonomen Waffeneinsatz ermöglichen oder eben nicht. Und insoweit würde... Bitte? Ja, natürlich nicht, aber das wäre ja das Ergebnis eines Abkommens, dass man sagt, ihr dürft zum Beispiel Teile des Codes prüfen, ihr dürft euch bestimmten Code rausgreifen. Wie gesagt, wie bei den Atomraketen, dass man eben gesagt hat, ihr dürft draufschauen, aber eben nur so viel, dass ihr erkennt, dass wir uns an die Regeln halten, aber eben nicht so viel, dass ihr mehr Technologie habt. Und das ist eben genau der Punkt, das geht halt hier nicht. Und insoweit wäre mein Punkt, dass es eher darum gehen müsste, jetzt eine Norm zu schaffen, wo die Staaten sozusagen aus normativer Überlegung sich dahinter stellen und etwas ächten, denn wirklich hier zu versuchen, mit einem harten Rüstungskontrollregime zu argumentieren. Und das wäre also einer der Punkte, wo man jetzt noch eine Chance hätte. Und soweit ich es überblicken kann, gibt es momentan auf staatlicher Ebene auch niemanden, der sich tatsächlich für Vollautonomie ausspricht. Insoweit ist es eigentlich sogar verwunderlich, dass hier noch nicht Deutschland vorangeschritten ist, mal an der Stelle. Aber ich denke, das wäre eine Sache, wo man definitiv momentan international auch eine große Chance hätte, eine Übereinkunft abzuschließen, was für die Ächtung aktueller bewaffneter Drohnen möglicherweise schwierig wäre. Okay, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Auch danke Niklas für den Vortrag, mit dessen Grundaussage ich auch vollkommen übereinstimme und vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle ein paar Ergänzungen machen kann. Ich hatte ursprünglich vor, mich in dem Kurzvortrag jetzt hier mit Rüstungskontrolle und UMKS auseinanderzusetzen. Das ist ein relativ knappes Thema.
Deswegen hatten wir ja auch die Autonomie noch so ein bisschen nach hinten verlagert. Rüstungskontrolle und unbemannte Systeme haben relativ wenig miteinander zu tun. Es gibt faktisch zwei Verträge, die überhaupt Bezug nehmen auf unbemannte Luftfahrzeuge. Das ist einmal der Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa, das ist der KSE-Vertrag, der sich schlicht und ergreifend nicht zur Bemanntheit von Flugzeugen äußert und dementsprechend unbemannte Flugzeuge automatisch miterfasst. Und das andere ist das Missile Technology Control Regime. Das ist aus den 90ern, glaube ich, ist nicht so weit verbreitet, aber immerhin ein Großteil der Industrienationen ist da auch unter Dach und Fach bei dem MTCR. Wer nicht dabei ist, ist Israel, was übrigens auch wahrscheinlich deine Feststellung erklärt, dass Israel der größte Exporteur ist, was unbemannte Systeme angeht. Die USA würden sicherlich gern mehr, aber sind nun mal diesem blöden MTCR unterworfen, deswegen dürfen sie momentan nicht. Das MTCR teilt dann nochmal in zwei Kategorien auf. Man sieht allerdings anhand der Kategorien schon, dass es bedingt nur greift für die Kampfdrohnen, mit denen wir uns hier eigentlich auseinandersetzen. Die erste Kategorie, die überhaupt nicht proliferiert, also weiterverteilt werden soll im Generellen, bezieht sich auf unbemannte Systeme mit einer Nutzlast von größer als 500 Kilo und einer Reichweite größer 300 Kilometer. Die zweite Kategorie, die generell nur mit Zustimmung und nur mit Abstimmung proliferiert werden dürfen, sind unbemannte Systeme, auch ganze Cruise Missile Systems und Zieldrohnen und Aufklärungsdrohnen, egal welcher Nutzlast, mit einer Reichweite über 300 Kilometer. Also da sehen wir, das sind wir im Bereich, der zwar unbemannte Systeme an sich erfasst, aber eben nicht mit den Erscheinungsformen arbeitet, mit denen wir uns jetzt eigentlich auseinandersetzen zu haben in aktueller Zeit. Dementsprechend ist dieses Kontrollregime schlicht nur wenig geeignet, unabhängig davon, dass es eben auch nicht so sehr verbreitet ist. Der KSE-Vertrag ist grundsätzlich ein relativ erfolgreicher Rüstungsvertrag gewesen, ist leider derzeit suspendiert aufgrund russischer Vorbehalte zu dem Ganzen. Das Problem dabei ist auch, da wurde sich eben auf Höchstgrenzen für bestimmte Arten von Bewaffnung geeinigt, die dann auch nachgezählt werden durften. Und wie Niklas es gerade schon so gesagt hat, bei Panzern geht es noch relativ leicht. Ich gehe hier hin und kann sagen, da stehen 20 Panzer und keine 30. Aber wie mache ich das dann, wie will ich das bei Kampfdrohnen machen? Selbst wenn wir sie jetzt noch zusätzlich in den KSE-Vertrag implementieren könnten, in allen Erscheinungsformen, dann wäre auch die Frage, also eine Kiste mit Kolibri-großen Kampfdrohnen oder welcher Art, welcher Mittel auch immer, die kann ich auch irgendwo noch, also die kriege ich versteckt. Das ist tatsächlich, das ist ein ganz faktisches Problem, was sich da auftut bei dieser Art von Miniaturisierung, die eben auch in diesen Bereichen jetzt noch weiter zu erwarten ist in nächster Zeit. Neben solchen allgemeinen Rüstungskontrollregimes, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, gibt es, was die Rüstungskontrolle insgesamt angeht, natürlich noch generelle Waffenverbote, eben das Biowaffenabkommen, das Chemiewaffenabkommen, die Ächtung von Streumunition oder bestimmte konventionelle Waffen, wie eben die Laserblendwaffen, die ja Konstanze vorhin auch erwähnt hatte, tatsächlich schon vor ihrer Einführung, also bevor sie ein einziges Mal auch nur auf dem Schlachtfeld irgendwo im Einsatz gewesen wären, schon verboten waren, also es gibt, geächtet waren. Es gibt also Möglichkeiten, den Einzug aufs Schlachtfeld von der einen oder anderen Technologie vielleicht noch zu verhindern. Und bei diesen generellen Waffenverboten gilt natürlich auch für unbemannte Systeme. Also wenn ich meine Kampfdrohne mit einem Kampfstoff bestücke, der verboten ist, dann ist damit auch generell der Einsatz nicht mehr rechtmäßig. Das steht ja außer Frage. So viel also erstmal zur Rüstungskontrolle in Verbindung mit unbemannten Systemen. Es ist eben relativ dünn gesät. Es gibt momentan noch nicht viele. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Konstanze, ich glaube, du sollst noch ganz kurz warten. Du bist hier mit dem langen Finger hergeordnet. Geschenke? Ich wollte euch jetzt auch nicht mitten unterbrechen. Ich muss leider, weil ich bei die Elfen muss. Also, ich möchte im Namen der Maden einen ganz herzlichen Dank und Schnaps. Ich hoffe, ich werde für einen Zug. Wir verzichten auch nur ungern, also ich persönlich zumindest auch, auf deine Beiträge, aber dann vielleicht ein andermal. Ich würde mir nachher nächstes Mal ansehen können, wo, sozusagen am Ende, also morgen, noch gestellt im Internet. Wir wollen mal die Internet. Tschüss.
Also Rüstungskontrolle und unbemannte Systeme vertragen sich jedenfalls bisher noch nicht sonderlich gut, beziehungsweise haben einfach nicht viel miteinander zu tun. Dabei geht es jetzt natürlich erstmal nur um die Systeme, die wir vorher schon besprochen haben, unbemannte Systeme, ferngesteuerte Systeme. Anders sieht es aus bei Autonomie. Nicht, dass es da irgendwelche Rüstungskontrollregimes gäbe, die sich damit beschäftigen würden, aber da haben wir einfach andere rechtliche Angriffspunkte, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Niklas hat ja gerade schon sehr schön die Unterschiede ein bisschen erklärt, zwischen ferngelenkt, automatisch, autonom, human in the loop, human on the loop, human out of the loop. Muss ich, glaube ich, nicht nochmal jetzt genauer drauf eingehen. Autonomie ist, wie Niklas auch richtig gesagt hat, momentan aus meiner Sicht auch eines der heißesten Themen, die es in Verbindung mit unbemannten Systemen anzupacken geht. Und auf den Report vom UN-Sonderberichterstatter wollte ich hier auch noch eingehen, der eben dieses Moratorium fordert. Das ist auch ein recht lesenswerter Bericht. In Verbindung mit dem Bericht wurde dann auch, ich weiß gar nicht mehr, welche Seite es war, aber hat man eine Zusammenstellung angeführt mit autonomen Systemen, die bereits im Einsatz sind. Also es ist nicht so, dass es pure Science-Fiction wäre, dass Waffensysteme für sich entscheiden, ob sie schießen oder nicht. Die Systeme gibt es schon. Also die sind schon seit längerer Zeit und seit vielen Jahren im Einsatz. Da gibt es unter anderem Torpedo-Abwehrsysteme, die in der Zeit reagieren, bis sich da ein Mensch entschieden hätte, beziehungsweise geschweige denn seine hierarchische Befehlskette abgearbeitet hätte, wäre das da längst zu spät für irgendeinen Knopf, den er noch drücken könnte. Da gibt es, also in gewissen Szenarien sind autonome Waffen bereits im Einsatz. Das sind allerdings, muss man auch dazu sagen, meistens Szenarien, wo die Kollisionsgefahr mit zivilen Gütern in egal welcher Form nahezu ausgeschlossen ist. Sprich, das Schiff auf hoher See, wenn sich da jetzt mit einer gewissen Geschwindigkeit ein Objekt von gewisser Größe dem Schiff nähert, dann ist klar, dass das kein Taucher ist. Das kann nur ein Torpedo sein. Also nur in diesen Bereichen sind diese Systeme bisher eingesetzt. Es gab wohl auch mal Versuche, das auf dem Land einzusetzen. Das hat wohl zu mehr Schäden geführt, als es Nutzen hatte, sodass davon auch schnell wieder abgerückt wurde. Neben dem UN-Report, den es dazu gab, gab es jetzt ganz frisch aus, auch jetzt im Juni rausgekommen, eine Study von der Europäischen Union über die Human Rights Implications of Drones and Unmanned Robots in Warfare. Den habe ich tatsächlich auch noch nicht ganz geschafft durchzulesen, den Bericht. Aber es gibt da eine Synopse von der Campaign Against Killer Robots, die ich heute Morgen nochmal kurz überflogen habe. Und ist auch in der EU-Study wird tatsächlich ein Moratorium gefordert, beziehungsweise eine interlaterale Diskussion unter Einbindung von Technik- und Rechtsexperten, die sich zum einen mit den internationalen rechtlichen Standards zum Einsatz von Kampfdrohnen auseinandersetzen soll und zum anderen mit den rechtlichen Grenzen und ethischen Vorbehalten gegenüber zukünftigen Entwicklungen. Und damit ist natürlich die Autonomie gemeint. Wenn wir uns jetzt nochmal fragen, was geht rechtlich eigentlich in Sachen Autonomie, dann stoßen wir da relativ schnell schon an die Grenzen. Human in the Loop ist, wie gesagt, eine Fernsteuerung, gibt es rechtlich keine großen Unterschiede zu machen zu dem Flugzeug, wo der Pilot eben drin sitzt. Human on the Loop sieht das ähnlich aus, sofern entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden für die Zeiten, in denen eventuell die Verbindung verloren geht. Das sind dann diese praktischen Vorkehrungen, die zu treffen sind im Rahmen eines Angriffs. Eben alles praktisch Mögliche muss getan werden, um zivile Schäden zu verhindern. So dass eben auch dann, wenn ich weiß, ich kann die Datenverbindung verlieren, muss ich dafür sorgen, dass im Falle des Verlustes der Datenverbindung keine Zivilisten zu Schäden kommen. Dass das ja teilweise schon auch zumindest bei Aufklärungsdrohnen der Fall ist, wurde uns hier vorhin auch schon in Sachen Luna dargelegt. Insofern die Möglichkeiten gibt es da. Die wären aber eben auch entsprechend auszuschöpfen, was bisher meines Wissens zumindest bei den Reaper-Predator-Systemen nicht der Fall ist. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, das ist eben neben Human in the Loop und Human on the Loop, ist das Human out of the Loop und da sind wir bei der Autonomie. Und da stoßen wir im humanitären Völkerrecht an ganz grundsätzliche Grenzen, da das humanitäre Völkerrecht in hohem Maße wertungsabhängig ist. Es sind moralische Entscheidungen, die getroffen werden. Wir haben vorhin selbst hier schon bei der Diskussion um die Verhältnismäßigkeit gemerkt, dass es unheimlich schwer sein kann, einen militärischen Vorteil aus einer bestimmten Situation rauszurechnen. Und diese Wertungsabhängigkeit des humanitären Völkerrechts verbietet es meiner Ansicht nach, und da stehe ich zum Glück auch nicht allein, diese Entscheidung an eine wie auch immer geartete Intelligenz abzugeben, die nicht menschlicher Natur ist. Wir haben mittlerweile Systeme in der Welt, die tatsächlich sehr leistungsfähig sind. Es gibt auch Robotikforscher, die leisten da wirklich
gute und eindrucksvolle Arbeit. Allen voran Ron Arkin, der so einen sogenannten Ethical Governor tatsächlich programmieren möchte und somit Maschinen ethisches Verhalten beibringen möchte. Und das dann auch anhand verschiedener Parameter erklärt. Das System kriegt dann eben eingespeist, in deren der Umgebung bist du gerade unterwegs. Das und das sind die Kombatanten oder die Menschen, die sich dort aufhalten können. Die sehen so und so aus. Wenn du also eine gewisse Anzahl von den und den aussehenden Menschen auf einem Haufen findest, dann könnte es sich dabei um Soldaten in Uniformen handeln. Aber wenn du jetzt feststellst, die sind gerade offensichtlich auf dem Friedhof, weil ich das ja hier auf meiner Karte auch sehen kann, also das System, dann darf ich sie nicht angreifen, weil die wahrscheinlich gerade ein Begräbnis durchführen. Also das ist so diese, ich würde es noch nicht mal richtig Autonomie bezeichnen, ich sehe es eigentlich eher als besonders clever programmiert und besonders viel eingespeist. Aber selbst da würde ich schon so weit gehen zu sagen, dass diese Art von Autonomie schlicht und ergreifend nicht zulässig ist, weil auch bei einem wie auch immer gearteten Ethical Governor sind zwei Dinge einfach nicht zu gewährleisten von der Technik, so wie sie momentan State of the Art ist und auch nach allem, was wir oder was ich gelesen habe, in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht zu erwarten ist. Nämlich, es werden Maschinen nicht in der Lage sein, zuverlässig unterscheiden zu können zwischen Kombattanten und Zivilisten und sie werden nicht die Entscheidung treffen können, ob ein eventueller Kollateralschaden verhältnismäßig ist oder nicht. Man kann sich das an einem ganz einfachen oder an einem nahezu alltäglichen Beispiel, wie Soldaten aus Afghanistan wahrscheinlich bestätigen könnten, festmachen. In urbaner Umgebung, wenn in urbaner Umgebung mit meinetwegen 100 Fahrzeugen, die sich permanent um einen rumbewegen, einer Vielzahl von Zivilisten, und darin eben auch ein paar Streitkräfte und vielleicht hat ja sogar einer die berühmte Bombe, die dann unbedingt jetzt, bevor sie hochgeht, noch irgendwie zerstört werden muss. Es gibt einfach noch keine Systeme, die diese Datenflut verarbeiten könnten. Das ist momentan und auch nicht absehbar zu erwarten, dass dort wirklich diese Vielzahl von Eindrücken, die auf so ein System einprasseln würden, auch nur ansatzweise so verlässlich verarbeitet werden könnten, dass daraus wirklich Entscheidungen zu erwarten sind, die eben einerseits das Unterscheidungsgebot beachten und andererseits verhältnismäßig sind. Und dabei, und das wäre jetzt nur ein Unfall, da ist jetzt noch gar nicht die absichtliche Täuschung des Systems, ist da noch gar nicht mit einberechnet. Was ist mit Kombattanten, die sich bewusst in andere Uniformen stecken oder als Zivilist kleiden? Oder wir haben ja auch in vielen nicht internationalen bewaffneten Konflikten nun mal Kämpfer rumlaufen, die eben keine Uniformen tragen. Und das kann dann auch noch weiter gesponnen werden. Was ist mit dem kleinen Mädchen, das Noel Sharkey zeichnet dieses Beispiel auch in einem seiner Aufsätze. Was ist mit dem kleinen Mädchen, das mit dem Roboter sein Eis teilen möchte und dementsprechend so auf ihn zugeht? Er wird es wahrscheinlich als Bedrohung empfinden. Und dementsprechend ist da einfach mit einer Unterscheidung von automatischen, autonomisierten Systemen auf die nächsten Jahre einfach nicht zu rechnen. Insofern können wir rechtlich ganz klar festhalten, human in the loop, human on the loop, unproblematisch, solange alle entsprechenden Vorgaben gewahrt werden. Das ist momentan nicht der Fall, das muss ich auch immer wieder dazu sagen. Ich kann hier das Recht immer referieren, wer sich dann ans Recht hält, ist wieder eine ganz andere Frage. Also bitte mich nicht für die Rechtsverletzung anderer verurteilen. Human out of the loop wird rechtlich mit dem humanitären Völkerrecht, das wir momentan haben, so nicht zu machen sein und dementsprechend bleibt mir auch nur nochmal auf die Bestrebungen hinzuweisen, die momentan auf internationaler Ebene bestehen, sprich die Campaign to Stop Killer Robots, an der eben, wie Niklas ja schon gesagt hat, Human Rights Watch unter anderem beteiligt ist, der Bericht von Human Rights Watch übrigens auch sehr lesenswert, den Niklas hier gerade zitiert hat, und wer sich da anschließen möchte, ich glaube, die freuen sich über jede Unterstützung. Und ich freue mich auf eine spannende Diskussion zum Schluss. Dankeschön. Ja, der Foti wird gleich die Diskussionsleitung übernehmen. Ich frage erstmal, gibt es Verständnisfragen zu den beiden Vorträgen, die wir eben hatten? Oder wollen wir gleich in die Diskussion einsteigen? Ich sehe keine Verständnisfragen, dann bitte ich um Wortmeldung, was jetzt allgemeine Diskussion betrifft. Ich stelle mal einfach eine These in den Raum. Lässt sich die Entwicklung der Verbreitung der Drohnen überhaupt noch stoppen? Oder ist die Büchse der Pandora so weit aufgestoßen, dass man sagen kann, das ist bereits zu spät und wir sprechen hier nur noch über die Rules of Engagement und entsprechende Einsatzrichtlinien?
nochmal? Das ist eine allgemeine Diskussionsfrage für alle als Staat. Also ich glaube, dass die generelle Entwicklung von selbstständig rumfliegenden Dingern eher weitergehen wird als gestoppt. Aber ich finde den Punkt halt auch ganz wichtig, dass man jetzt an diesem Punkt sich gegen autonom agierende, und da lege ich persönlich im ersten Moment erstmal auf den Punkt irgendwie Einsatz von Waffensystemen, also die autonome Entscheidung von Waffensystemen, irgendwie den Punkt, dass man das jetzt schon ächten sollte, aus den genannten Gründen. Ich glaube, das, was eben beschrieben wurde mit der Software, und da kann man nicht alle Fälle bedenken, das lässt sich auch sozusagen eine Abstraktionsstufe höher mit dem mit Ashby's Law beschreiben. Ashby war ein Kybernetiker irgendwie in den 50ern und hat halt gesagt, immer wo ich ein komplexes dynamisches System habe, dass ich irgendwie beurteilen, steuern, beeinflussen will, sinnvollerweise brauche ich im Minimum ein System, was die gleiche Komplexität und Dynamik aufweist. Und ich glaube, wenn ich jetzt rangehe, das sozusagen so zu behandeln, okay, ich muss auch noch beachten, dass es ein Mädchen mit dem Eis geben kann und so weiter, dann behandle ich dieses komplexe Problem, die echte Welt nämlich, wie ein kompliziertes Problem. Ein kompliziertes Problem kann ich auseinandernehmen. Deswegen meine These, also wenn man dann irgendwann tatsächlich gut funktionierende autonome Systeme hat, sind sie selber so komplex und dynamisch, dass man sie als Mensch nicht mehr logisch durchschauen kann. Das ist so ein bisschen die Grundlage. Ich finde es gerade ganz toll, glaube ich, dass ich irgendwie zu der Generation gehöre, die Terminator 1 und 2 gesehen hat. Das ist im Moment total hilfreich. Das war nur ein Statement. Ja. 1, 2, 3. Ja, vielen Dank. Die Frage steht immer noch im Raum. Kann man es aufhalten oder haben wir jetzt die Gelegenheit, die Einsatzszenarien festzulegen und auch dann auch die Rüstungskontrollabkommen zu schaffen und die Möglichkeiten zu schaffen? Da gab es, glaube ich, eine Wortmeldung. Also wenn man das schon im zivilen Bereich nutzen kann, also es gibt wirklich... einfach ein Modellflugzeug mit einer Kamera drauf, dann denke ich auch, dass irgendwelche Diktatoren sich dann nicht lange davon abhalten werden, das irgendwie nicht zu nutzen. Danke. Also wenn es wirklich um die Frage geht, haben wir jetzt noch eine Möglichkeit zu reagieren oder nicht, dann denke ich, war ja eigentlich jetzt so die Stoßrichtung von Niklas und mir eine ähnliche. Also ich persönlich gehe davon aus, dass es durchaus noch eine Möglichkeit gibt, jetzt was zu tun. Es ist halt nur die Frage, auf welcher Ebene greift man das an und wo versucht man eine Linie zu ziehen. Niklas hat es ja gerade schon beschrieben, es wird sehr schwierig sein, diese Linie zu ziehen, weil eine Vielzahl der Systeme, die bereits jetzt im Einsatz sind, eben teilautonom oder teilautomatisch, würde ich es eher nennen, agieren. Und der Trend dahin natürlich zunehmen wird, je komplexer die Aufgaben werden und je beschränkter das menschliche Hirn einfach aussieht gegenüber der künstlichen Intelligenz, die sich da dann Stück für Stück breit machen wird. Aber den Unterschied zwischen eben ferngesteuerter Kriegführung und autonomer Kriegführung, den kann man, denke ich, jetzt noch trennscharf ziehen und sollte die Möglichkeit jetzt auch nutzen. Und wie Niklas auch richtig gesagt hat, es hat sich bisher noch keine Regierung der Welt für eine vollautonome Kriegführung ausgesprochen. Und das ist eigentlich gerade der Moment, den man nutzen sollte. Deswegen kann man auch der Kampagne nur alles Gute wünschen. Und es sieht momentan so aus, als würde sie auch ganz gut starten. Also hoffen wir das Beste, dass wir von dem Terminator 1 und 2, 3 sowieso, verschont bleiben. Ja, also ich befürchte ja, dass die Büchse der Pandora tatsächlich bereits offen ist. Wir haben uns heute sehr, sehr auf Offensivsysteme konzentriert und da würde ich den bisherigen Sprechern zustimmen wollen, da können wir noch was tun. Ich fürchte allerdings, dass der Zug bei Defensivsystemen noch nicht abgefahren ist, aber vielleicht schon rollt. Also selbst die Bundeswehr besitzt mit Mantis, ich meine, das wäre schon eingeführt, bereits ein System, was in einer Zielauffassung
zumindest als autonomisiert gelten kann, meiner Ansicht nach. Die Amerikaner sind, was das angeht, gerade bei den Seestreitkräften sehr viel weiter. Ich habe mich damit diversen Marineoffizieren vor einiger Zeit unterhalten und die sagten, dass man jetzt schon bei Übungen extrem aufpassen muss, was man denen als Kontakt rüberschickt. Ansonsten ist der Kontakt nicht mehr lange da und dann in der realen Welt und nicht mehr in der Übung. Es wurde ja auch schon angesprochen mit irgendwelchen U-Boot-Abwehr-Dingen. Also gerade wenn wir uns im Luftverkehr bewegen, wo man es eben nicht mehr so scharf trennen kann, wie beispielsweise beim maritimen System, oder bei Landsystemen oder bei Landsituationen, wo es noch unabhängiger wird, da kann man es vielleicht noch, da kann man vielleicht noch was machen. Aber ich fürchte, was die Luftsysteme angeht, wird es hart. Ja, erstmal Zustimmung zu dem, was du gesagt hast, Simon. Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Wie weit sind wir jetzt schon fortgeschritten? Aber ich würde vielleicht noch die Dimension, eine andere Dimension beleuchten wollen, und zwar inwiefern so eine Ächtung dann politisch durchgesetzt werden würde. Das wäre im Effekt ja ein internationaler Vertrag, und internationale Verträge werden von Staaten mit Interessen verhandelt. Diese Interessen, ich möchte jetzt hier nicht die einzelnen Verhandlungsmöglichkeiten durchspielen, aber ich glaube, worauf wir uns vielleicht konzentrieren sollten, ist, dass Deutschland und die Piratenpartei als eine deutsche Partei da eine Position einnehmen wird und die Dynamik, wie entsprechend nationale Wirtschaftszweige in Israel ausgeprägt sind, in den Vereinigten Staaten ausgeprägt sind, maßgeblich deren Position beeinflussen können. Das heißt, die Aufgabe, vor der wir stehen, ist vielleicht mehr so, das Ganze auf die Agenda zu bringen, die Bundesregierung erstmal dafür zu sensibilisieren. Vielleicht werden wir auch irgendwann in den nächsten 10 Jahren in ihr sitzen. Ich bezweifle es momentan, aber ich denke, wir brauchen da trotzdem so eine Art Fahrplan, um den Leuten zu zeigen, dass wir die Themen ernst nehmen. Und wenn wir jetzt nochmal einfach kurz schauen, es gibt internationale Verhandlungen und wir haben nur auf eine Position Einfluss. Und entsprechend sollten wir die Sache behandeln. Wir sollten nicht zu utopisch dran gehen, aber wir sollten auch den Einfluss, den wir haben, voll ausnutzen. Und sozusagen die verschiedenen Einwände, die kommen werden, einfach aufgrund dessen, dass Staaten in Bezug auf Drohnen, weil sie sie einsetzen, weil sie sie produzieren, schon Interessen haben, diese Abwägung und diese Trennungslinie würde dann in der internationalen Verhandlung entstehen. Genau. Ja, also ich denke, das, was von Simon gerade aufgebracht wurde, ist nochmal ein guter Punkt. Da gibt es auch zwei Systeme. Das eine war für Landfahrzeuge. Der Albtraum eines jeden gepanzerten Soldaten ist das urbane Umfeld. Das urbane Umfeld ist eigentlich immer ein Albtraum. Und da war also in der Entwicklung ein System, was passiv heranfliegende Handgranaten, RPGs und Ähnliches abschießen sollte. Ist, soweit ich weiß, im Moment auch wieder auf Eis gelegt, weil das Problem ist nun, nach dem Abschießen des Molotow-Cocktails fliegt die Munition meistens weiter und dann in Gegenden, wo ich sie nicht mehr unbedingt haben möchte. Und das Zweite, was ich weiß von dem, dass es fertig ist, ist von der Technischen Universität in Aachen. Die haben für die Fregatten der Brandenburg-Klasse ein vollautomatisches Waffeneinsatzsystem entwickelt auf der Softwarebasis. Da reden wir auch über die Problematik, dass wir da nicht nur Torpedos abwehren, sondern auch Marschflugkörperbekämpfungen dann vollautomatisch im Prinzip einschalten könnten. Und Marschflugkörper bewegen sich manchmal auch im selben Bereich wie eine Cessna. Wird derzeit von der Bundeswehr nicht eingesetzt, aber ich denke, man sollte da jetzt tatsächlich, was hindert uns daran, als Partei auch mal vorne wegzugehen und das Ganze entsprechend zumindest bei der Vollautonomität zu fordern. Und ich denke, ein erster Schritt wäre, wenn wir das auf dieselbe Ebene kriegen wie die Landminen, dann ist das zumindest schon mal allgemein akzeptiert,
geächtet. Und ich denke, was unserer Außenpolitik seit mindestens 30 Jahren fehlt, ist, dass ich dann vielleicht auch aus gewissen Dingen Konsequenzen ziehe. Ja, das heißt, wenn ich also Landminen weiter herstelle, da gibt es ja nun auch das eine oder andere Land, was es tut und sie auch verkauft und sie werden auch noch eingesetzt heutzutage, ist, dass ich meine Außenpolitik dann entsprechend auch darauf ausrichte und das auch dann fordere von der jeweiligen Regierung, dass das die entsprechenden Konsequenzen hat, dass sie entsprechende Technologien zumindest nicht mehr geliefert bekommen oder ich aber auch gewisse Sanktionen dann entsprechend anfange politisch durchzusetzen. Ja, ich denke, es ist ein, also wenn man sich die Kampagne anschaut, Campaign to Stop Killer Robots, eins der zentralen Probleme, das die auch noch nicht gelöst haben, ist tatsächlich die Unterscheidung zwischen reaktiven Verteidigungssystemen und Offensivsystemen. Da gibt es noch keine Definition dazu und das ist so der Einfallpunkt für Kritiker, dass man halt, dass die halt immer sagen wollen, ihr nehmt uns dann auch Verteidigungssysteme, Phalanx, was auch immer es da so gibt, weg. Und da muss man, glaube ich, auch in seiner Sprache dann aufpassen, dass man da sich nicht ein Einfalltor, wenn man das fordert, aufmacht. Wie realistisch ist es? Ich glaube, es ist unrealistisch zu glauben, dass man einen internationalen Bann bestehender, aktueller, bewaffneter Drohnen bekommt. Es gibt zu viele Staaten, die daran momentan schon forschen, die Interessen haben, dass diese Systeme auch bei ihnen ins Militär kommen. Das bedeutet, halt, davon zu trennen, wäre dann eben die Frage, autonome Systeme. Da sehe ich halt noch eine Chance. Aber völlig unabhängig davon ist natürlich auch die Frage von einer Partei zu beantworten, ob Deutschland bewaffnete Drohnen der aktuellen Generation braucht. Und ich denke, man sollte das in der Debatte einfach schlicht trennen. Würde man auch auf diese Systeme verzichten wollen, wenn es keinen internationalen Bann allgemein gibt? Da gibt es Argumente dagegen. Das ist der Schutz der eigenen Soldatinnen und Soldaten. Das finde ich ein sehr gewichtiges Argument, gerade in einer Demokratie, wo es eben Bürgerinnen und Bürger in Uniform sind. Es gibt aber auch Argumente dafür, sie nicht zu beschaffen, weil man eben sagt, Hemmschwellenargument, man ist zu leicht auch in Konflikten verwickelt, wo Alliierte irgendwie sagen, komm, also Koalitionskriege kennen wir. Also das muss man einfach auch abwägen auf der politischen Seite. Aber man sollte sozusagen diese Fragestellungen einfach dann separieren entsprechend. Also auf Seiten der IT gibt es, glaube ich, keinen Unterschied zwischen einem offensiven und einem defensiven System. In beiden Fällen habe ich Inputs, die von einem System bearbeitet werden, klassifiziert werden und dann ein Ziel ausgewählt wird. Ob das Ziel eine Cessna ist oder eine Rakete, ist dabei gar nicht klar. Sondern da geht es dann darum, ob die Sensordaten und ob das Verfahren korrekt ist und ob dann das System Fehler macht oder nicht. Ein klassischer Satz in der IT ist immer, es gibt kein fehlerfreies System. Und man kann doch nicht beweisen, dass es fehlerfrei ist. Zum anderen, ob eine Forderung durchsetzbar ist, hat erstmal nichts damit zu tun, ob man die Forderung nicht erstmal aufstellt. Also ich kann durchaus eine Ächtung fordern, auch wenn ich sehe, dass eine Partei mit 2% in Deutschland nicht dafür sorgt, dass es diesen Vertrag geben wird. Auch wenn man das für eine sinnvolle Regelung halten würde. Also ich finde, eine Ächtung von vollautomatischen Waffen ist auf jeden Fall sinnvoll, vor allem eben im Offensivbereich. Also du sagst, es gibt keine Trennung, aber da finde ich doch aus, dass es schon Trennungen gibt. Zum Beispiel ein vollautomatisches System auf einem Schiff, das sich jetzt vorm Libanon befindet und meistens deaktiviert ist, und angenommen jetzt der Syrienkrieg springt auf den Libanon um und da sind unsere Schiffe und da fliegen eben keine Cessna rum. Wenn das da aktiviert wird, wirklich in dem Kriegsgebiet, dann kannst du eigentlich annehmen zu praktisch fast schon 100%, dass es da keine zivile Nutzung gibt und keine Fehler. Und wenn da tatsächlich dann ein vollautomatisches SAM-System eingesetzt wird, da denke ich, ist es doch sehr viel was anderes als jetzt eine autonome Drohne, die selbstständig Raketen abschießen kann, was natürlich überhaupt nicht sein sollte. Und da, wo ich auch hoffe, dass wir da die Pandora-Büchse ein bisschen wieder schließen können oder dass es da die Menschheit schließen kann.
Ich war jetzt etwas verwirrt. Ja, jetzt habt ihr mich völlig aus dem Konzept gebracht. Nee. Okay. Gut, dann bin ich jetzt dran, ganz kurz, da kommt vielleicht wieder. Ja, offensiv, defensiv, ich denke, das kann man sehr wohl in meisten Fällen unterscheiden, aber das ist nur mal Spekulation, wenn ich sehe, dann mal auf Schiff, dass sich ein Objekt oder in der Luft auf mich zu bewegt mit bestimmter Geschwindigkeit und hat bestimmte Masse, das ist ja identifizierbar, dann kann ich wohl annehmen, dass es offensives Objekt ist und dann kann ich zur Verteidigung, wenn bestimmte Sachen wie Distanz beschritten wirst, muss ich dann mal annehmen, da will mir Böses. Im Gegenteil, wenn ich sehe, oder wenn die Software erkennt, das Objekt bewegt sich von mir weg, dann sehe ich keinen Grund, den erstmal anzugreifen. Also das mal um simpel darzustellen, natürlich gibt es jede Menge Bereiche, wo das so einfach nicht geht per Software, aber da ist auch noch, sagen wir, eine Frage der halbautonomes oder vollautonomen System, wie weit ist das eigentlich abgegrenzt? So. Ich habe meinen Punkt wieder. Vielen Dank. Ich befürchte, das Problem, das wir oder vor dem wir im Moment stehen, ist, dass wir alle noch oder dass viele von uns noch unterbewusst in den Kategorien des zwischenstaatlichen Konflikts denken. Unterbewusst. Und das ist heute nicht mehr die Realität. Markantes Beispiel, als gerade von dem System auf der Luftverteidigungsfregatte der Brandenburg-Klasse erzählt wurde, da dachte ich mir so im ersten Moment, naja gut, wo ist denn das Problem, wenn die Dinger wirklich, wenn man das an- und ausschalten kann, und das ist normalerweise aus, anschalten wird es man tatsächlich nur, wenn der große Vaterländische Krieg ausbricht und dann wirklich sowieso nichts mehr fliegt. Und wenn dann noch eine Cessna irgendwo in einer totalen Sperrzone um so eine Fregatte rumfliegt, dann ist sie entweder feindlich oder absolut selber schuld. Der Punkt ist, das Argument zieht nicht mehr. Solche Konflikte, in denen das komplette Zivilleben zusammenbricht, wo wir uns wirklich darauf verlassen können, das, was noch fliegt und rumläuft und fährt, das ist ein gegnerischer Kombattant. Das funktioniert nicht. Selbst in Afghanistan, wo es ja wirklich im Moment echt nicht nett ist, um das mal extrem zynisch auszudrücken, funktioniert eine zivile Gesellschaft. Ich will nicht sagen, dass sie nach den Standards funktioniert, wie sie hier funktioniert, aber es gibt auch in Afghanistan einen sehr großen, ich würde fast sagen einen überwiegenden Anteil der Bevölkerung, der tatsächlich einfach nur versucht, in irgendeiner Form ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Und in einem solchen Umfeld kommt es trotzdem zu Kampfhandlungen, die einem Krieg nicht nachstehen, wo auch hochtechnisierte Streitkräfte im wahrsten Sinne des Wortes angesprengt werden und getötet werden. Und wo dann diese hochtechnisierten Streitkräfte auch nachvollziehbarerweise ihre Systeme einsetzen. Das Problem ist, dass wir uns in einem solchen Umfeld, wo eine zivile Gesellschaft noch funktioniert und wo ein ziviles Leben noch funktioniert, uns nicht zwingend darauf verlassen können, dass wir uns, wie es noch vor 20, 30, 40 Jahren der Fall gewesen wäre, dass wir uns in einem Krieg befinden, der letztlich in diesem Binärzustand Frieden, Krieg herrscht. Das humanitäre Völkerrecht geht immer noch meiner Ansicht nach von diesem Binärzustand aus. Das humanitäre Völkerrecht als Notordnung, wenn sonst nichts mehr geht, nichts mehr anwendbar ist. Das Problem ist, dass sich die heutigen Gegebenheiten oder dass die Streitkräfte sich den heutigen Gegebenheiten stellen müssen, dass sie einerseits sich in einem Konflikt befinden, der heiß ist, wo Munition fliegt, und auf der anderen Seite trotzdem noch eine Zivilbevölkerung haben, die sie natürlich schützen müssen, die sich aber weiterhin bewegt. Ja, ich wollte darauf hinaus, dass wir hatten ja schon die Erfahrung an der innerdeutschen Grenze mit Selbstschussanlagen und da ist ja schon eine Automatisierung, die stattgefunden hat. Also wer da langgelaufen ist, konnte abgeschossen werden. In dem Sinne können wir das nicht wirklich fordern, dass wir eine Technologie, die auch mit einfachen Mitteln umsetzbar ist, komplett verzichtet wird. Was wir aber vielleicht tun könnten, wäre den Verbot des Einsatzes dieser Technologie gegen Menschen.
Das hat man immer noch die Möglichkeit, in einem hochgerüsteten Konflikt zwischen Staaten, die im Zweifelsfall dann in 10, 15, 20 Jahren alle Drohnen und Roboter haben, ja, die aber dann vielleicht markiert sind und eben diese Systeme nicht mehr darauf ausgelegt sind, Menschen zu töten, sondern die Kampfkraft des Gegners, also seine Drohnen, seine Roboter vernichtet und dass darüber dann der Konflikt entschieden wird. Also ich würde nicht komplett zu dem Moratorium gehen, sondern der Einsatz von KI-gesteuerten Systemen gegen Menschen. Danke. Ich wollte auf das reagieren, was Simon gesagt hat, dem ich zustimme und möchte daraus vielleicht ein paar Schlussfolgerungen ziehen. Insofern, als dass wir Drohnentechnologie als auch ein bisschen als Proliferationsthema sehen müssen. Und zwar nicht Staaten bekommen Drohnentechnologie, sondern halt auch Zivilgesellschaft. Ich meine, Proliferation ist ein völkerrechtlicher Begriff. Und Völkerrecht heißt sehr enttarnend auf Englisch im International Law. Das heißt, das ist tatsächlich vielleicht ein Problem, was im Völkerrecht angelegt zu sein scheint, was wir jetzt hier an dem Thema sicherlich nicht lösen können. Aber was wir tun können, ist, dass wenn wir uns dafür entscheiden, das Völkerrecht an der Stelle weiterzuentwickeln, diese offensichtlichen Realitäten von Konflikt heute und zwischenstaatlicher Krieg gestern mit einzubeziehen. Und nochmal eine ganz kurze Sache zur Geschichte Maximalforderung oder nicht. Ich finde, Maximalforderung ist gut, wenn wir uns heute und morgen darüber verständigen, was eine vernünftige Lösung ist. Und da haben wir eben diese, ich würde mal sagen, drei Gebiete, wo wir sagen müssen, da ziehen wir die Linie. Das ist einmal zwischen offensiven und defensiven Geschichten, autonomen, halbautonomen Mechanismen und eben, wie es momentan State of the Art, das heißt, was ist realistisch jetzt noch zu ächten. Und wenn wir diese Fragen geklärt haben, finde ich, können wir auf dieser Basis durchaus eine Maximalforderung, also eine Maximalforderung hier rausnehmen, denn wir sind nicht diejenigen, die am Verhandlungstisch sitzen und wir müssen diesen Verhandlungen als Piratenpartei auch nicht vorgreifen, indem wir zum Beispiel sagen, da sagt die USA sowieso nein. Insofern, das sind meine zwei Punkte, Proliferation, das vielleicht als Proliferationsproblem zu sehen und die Verhandlung sein lassen. Ja, vielen Dank. Ich wollte jetzt auf Danny antworten, weil die Grundidee, lass doch die Drohnen gegeneinander Krieg führen, klingt ja sehr interessant, führt aber in einem zwischenstaatlichen Konflikt letztendlich dazu, dann hast du halt keine Drohnen und dann greifst du halt zu den Mitteln, die du vorher schon hattest. Das heißt, eine durchaus reizvolle Idee, dass es Battletags gibt und dann wird das entschieden, aber das ist nicht die Grundlage des Problems, denn wir bewegen uns hier im Raum von asymmetrischer Kriegsführung, nicht im Raum von der zwischenstaatlichen Problematik. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, ich hatte da noch ein Argument. Der andere Punkt ist, wenn wir rein auf der zwischenstaatlichen Ebene bleiben, dürfen wir nicht vergessen, es gibt durchaus auch Waffensysteme oder Waffengattungen, die zu ihrer Erscheinung, wie zum Beispiel die Luftlandeeinheiten im Zweiten Weltkrieg, wo man dachte, das ist jetzt das große Ding, Armeen einfach per Lufttransport absetzen hinter die feindlichen Linien und dann, es hat sich rausgestellt, es funktioniert so nicht. Und es ist halt, wenn wir rein automatische Kriegsführung zwischenstaatliche Ebene haben, wirst du sehen, dass es zwischen den Staaten so nicht funktioniert. Also müssen wir diese Ebene rausnehmen für die Positionsfindung, um wieder aufs Parteiprogramm zu kommen. Und die Überlegung muss sein, und wir müssen auch die Kategorien richtig setzen, über was wir reden, was ist akzeptabel. Überwachung im Einsatzgebiet,
semiautomatisch, vollautomatisch. Das sind die Diskussionen, die wir auch morgen führen werden, wenn wir da versuchen werden, irgendwie zu einem gemeinsamen Text zu kommen. Okay, dann mache ich mal kurz weiter. Nochmal ganz kurz, um dem Futti zu sekundieren. Krieg zwischen Robotern alleine hört sich total cool an. Es gibt da auch jemanden, der dazu, das habe ich kürzlich gelesen durch Zufall, ein Mensch namens Asaro, ich glaube mit Z geschrieben, ein wohl relativ führender Kybernetiker, der sich damit beschäftigt hat. Und da auch Roboter, automatisierte, autonome Systeme, Jus ad bellum, Jus in bello getrennt hat. Völkerrechtlich fürchterlich, aber war trotzdem ein sehr, sehr interessanter Text. Und der hat zwei sehr, sehr valide Punkte angeführt, warum das nicht funktioniert. Erstens ist ein Krieg, der allein durch autonome Systeme ausgeführt wird, also allein durch Maschinen ausgeführt wird, ein verlustloser Krieg. Also Verlust im Sinne von Menschenleben. Und dann ist es, kommt die psychologische Komponente zum Tragen. Da bin ich vielleicht ein bisschen zu sehr in Clausewitz'scher Theorie verhaftet, aber ich gebe einen Krieg auf oder ich gebe die Bemühungen eines Krieges auf, wenn es sich für mich nicht mehr lohnt. Wenn also der Druck, der auf mich ausgeübt wird, die Gewalt, die gegen mich geübt wird, so groß ist, dass ich sage, dass es für mich besser ist, aufzugeben, als weiterzumachen. Und wenn nur Roboter draufgehen, funktioniert es nicht. Weil im Zweifelsfall habe ich keine Roboterarmee mehr, aber dann habe ich immer noch eine ganze Menge Menschen. Und die kann ich dann immer noch loshetzen. Also wer sorgt dafür, wer zwingt mich oder wer zwingt die Staaten, nur dann die Roboter einzusetzen? Und wie will man es durchsetzen, ohne dann trotzdem wieder Gewalt gegen Menschen auszuüben? Das ist die eine Komponente. Und die andere Komponente ist, dass solche Systeme immer von jemandem gestartet oder gesteuert werden. Zumindest einmal den roten Knopf drücken, mit dem dann die Armeen aufsteigen und den Himmel verdunkeln, muss ein Mensch. Das heißt, beenden muss es prinzipiell auch ein Mensch, vielleicht muss er es dann auch aufrechterhalten und diesen Knopf einmal täglich drücken. Aber wenn ich den dann ausschalte, und dabei bin ich wieder bei Gewalt gegen Menschen, das heißt, diese menschliche Komponente aus dem Krieg zu eliminieren, ist wahrscheinlich genauso schwer, wie den Krieg selber zu eliminieren. Das wird nicht funktionieren. Leider. Okay. Ja. Genau, also der Punkt war, kann ich überhaupt verhindern, dass andere Leute diese Drohnen bekommen? Ich glaube, jeder Hacker kann mit ausreichend Geld und Zeit so eine Global Hawk selber bauen. Da ist nicht viel Großes dran, also so eine Drohne ausgleichen, die Codes gibt es auch im Netz als Open Source. Und Zielerfassung ist auch irgendwie machbar in gewissem Maße. Von daher steht für mich nur noch die Option irgendwie einer Ächtung an und sozusagen die Verpflichtung oder Selbstverpflichtung von Staaten, das nicht einzusetzen. Dass es selbstverständlich irgendwie einzelne Staaten geben wird, die diese Drohnen bauen werden, die sie einsetzen werden, oder einzelne Privatpersonen, die solche Drohnen bauen werden oder einsetzen werden, steht für mich nicht außer Frage. Aber es sollte kein Regelfall sein und nicht von den Industrienationen befeuert werden. Sehr. Ich würde gerne direkt was auf Simon antworten, weil du gerade sagtest, dass sich das menschliche Element nicht aus dem Krieg entfernen lässt und du das mit einem Leider dann garniert hast. Und das erschreckt mich ein bisschen, weil ich würde sagen, das menschliche Element lässt sich bisher zum Glück nicht aus dem Krieg entfernen. Und ich befürchte, dass es mehr und mehr passieren wird, weil tatsächlich haben wir ja, wenn wir jetzt auf die robotische Kriegführung hinarbeiten würden, dann kommen wir in diverse Dr. Strangelove-Szenarien von einem sich hochschaukelnden Krieg aufgrund einem Missverständnis zwischen zwei Drohnen an der mexikanisch-kalifornischen Grenze. Also das ist was,
was wir ganz und gar nicht haben wollen, meiner Ansicht nach, und was eben, wie ich es auch in meinem Vortrag gerade verstanden haben wollte, humanitärvölkerrechtlich ganz und gar nicht gewollt ist, aufgrund einer Wertungsabhängigkeit, die eine menschliche Komponente erfordert, die bitte auch drin bleiben sollte, und die Entfernung derer, um jetzt menschliches Leid zu verhindern, ist, finde ich, irgendwie so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, und dann doch lieber eben dabei bleiben und zu sagen, wir anerkennen zwar, dass es Kampfdrohnen gibt, auch wenn wir sie nicht gut finden, wehren uns aber vehement gegen die Autonomisierung derselben. Ich bezweifle, dass das eine Gegenrede ist. Ich glaube, das ist nochmal eine Bekräftigung dessen. Also ich stimme dir völlig zu. Das leider das Angesprochene bezog sich auf die Verknüpfung der Entfernung des menschlichen Leids vorwiegend aus dem Krieg, das wahrscheinlich so schwer ist wie die Entfernung des Kriegs als solches. Also ich bezog mich darauf, dass sich menschliches Leiden, was zu verhindern, ja, wie du wortreich und völlig richtig ausgeführt hast, letztlich im Endeffekt das Ziel des humanitären Völkerrechts ist, dass das nicht unterbunden werden kann. Also nicht vollständig, nicht hundertprozentig. Ja, Danke. Ja, ich möchte jetzt hier nicht unbedingt zwangsweise eine Gegenthese aufstellen, aber Herr Clausewitz ist eigentlich, der Sinn des Krieges ist eben halt dem Gegner einen Willen aufzuzwingen. Das ist die erste Prämisse, die gilt. So, ich kann nicht lauter sprechen, tut mir leid. Dann näher ans Mikro. Also die erste Prämisse, die nach Clausewitz und auch anerkanntermaßen gilt, des Sinn des Krieges ist es, dem Gegner den Willen aufzuzwingen. So. Und alles andere spielt keine Rolle. Und eine Maschine kann nicht einer anderen Maschine, auch wenn sie noch so intelligent ist, einen Willen aufzwingen, weil der Sinn des Kampfes zwischen diesen beiden Maschinen kann nur, sagen wir mal, der Befriedigung des Menschen, nämlich einem anderen Menschen den Willen aufzuzwingen, dienen. Außer die Maschine selber hätte oder wäre humanoid von ihrer Art her. Das ist meine Theorie, die ich dafür in den Raum stelle. Das Zweite, man braucht nicht das mit dem Knopf drücken. Es gibt heutzutage schon Waffensysteme, zum Beispiel die Singapur hat unter Mitwirkung eines amerikanischen Konzerns autonome Roboter, die man aufstellen kann, die über Granatwerfer und automatische Maschinengewehr oder aber auch kleinkalibrige oder relativ kleinkalibrige automatische Kanonen verfügen und die automatisch erkennen, wenn sie angegriffen werden. Das heißt, wenn sich Personen bewegen, werden die im Automatikmodus, sind sie so eingeschaltet, die vernichten einfach Dinge nach bestimmten Bewegungskriterien, ja, die entlang der Grenze. So flüchten jetzt irgendwelche Menschen, die keine Kombattanten sind, wiederum Vorkombattanten im Gefechtsfeld, dann würden diese bei diesen relativ einfachen Systemen auch vernichtet werden, ja, um es mal so zu sagen. Und da gibt es keine Sicherung davor, wenn sie sich in bestimmter Art und Weise bewegen, eben halt an diesen Systemen. Das ist erschreckend. Der nächste Punkt ist, ich bezweifle, dass man zwischen defensiven und offensiven Systemen überhaupt eine Unterscheidung machen kann. Und zwar in dem Augenblick, wenn es gilt, dass ein System A, Mobilität und zweitens eine Bewaffnung, die in der Bewegung eingesetzt werden kann, über diese beiden Eigenschaften verfügt. Und das tun alle diese Drohnen, über die wir jetzt gesprochen haben, vielleicht mit Ausnahme von rein stationären Systemen, wie ich das eben für, ich sag mal, die Punktverteidigung eben bezeichnet habe oder beschrieben habe, aber alle beweglichen Systeme, die bewaffnet sind und wo die Waffen in der Bewegung eingesetzt werden können, da kann man nicht zwischen defensiv und offensiv unterscheiden. Und das nächste Problem ist eigentlich, dass wenn wir über Drohnen und autonome Systeme sprechen, dass nur ein ganz kleiner Ausschnitt einer modernen oder der heutzutage geführten Diskussion zum Thema Kriegsführung ist, nämlich das eigentliche Thema ist die asymmetrische Kriegsführung, die tatsächlich aus weit mehr Komponenten besteht, nämlich eigentlich alle Teile des Lebens um uns herum im Zweifelsfall mit einbezieht, Wirtschaft, Infrastruktur, Gesundheitsfragen und Gott weiß was, es ist ziemlich weit gefächert, wie die Diskussion dort in militärischen Kreisen zumindest läuft. Und dass innerhalb der asymmetrischen Kriegsführung die Drohnen und die autonomen Systeme selber nur eine Teil
Funktion übernehmen, die dort schon bereits integraler Bestandteil geworden ist in vielen Bereichen. Und darüber müssen wir uns ganz klar Gedanken machen, dass wir die Trennung machen zwischen dem politischen Ziel und dem, was tatsächlich die militärische Planung selber ist, weil das zwei vollkommen unterschiedliche Dinge sein können. Denn die Politik muss davon abgehalten werden, im Endeffekt den Einsatz dieser Systeme überhaupt, dass es ihr möglich ist, den Einsatz zu befehlen. Von den Systemen, die wir eben halt ablehnen oder von denen wir sagen, die wir aus welchen Gründen noch immer nicht haben wollen, dann müssen wir die Politik daran hindern, weil die Menschen selber können wir im Einzelnen, glaube ich, nicht mehr daran hindern, diese Systeme sich zu beschaffen und einzusetzen. Also das, was ich sagen wollte, ist eigentlich weitgehend abgedeckt dadurch, was du gesagt hast. Insofern gebe ich dann weiter. Wer war der Nächste? Was? Du? Stefan. Ich wollte nochmal auf die Aussage reagieren, dass Proliferation zu verhindern unmöglich sei, weil ja jeder eine Global Hawk-Drohne bauen könnte. Ich glaube, wir würden bei aller Skepsis gegenüber staatlicher Organisationsfähigkeit, aber dann hätten tatsächlich schon über 200 Staaten eine Drohne, meiner Meinung nach, wenn das der Fall wäre. Ich denke in der Tat allerdings, dass es vergleichsweise einfach ist, Drohnen zu bauen, nicht unbedingt in der gleichen Kategorie, aber wie wir vorhin schon gesehen haben, sind eben viele Bestandteile von Drohnen nicht explizit militärisches Material, sondern kommen aus der zivilen, aus der Privatwirtschaft. Und das macht aus Drohnen und deren Bestandteile eben nicht nur ein Proliferationsgut, sondern eben auch ein Dual-Use-Gut, welches man dann entsprechend eben regulieren müsste. Ohne Ächtung würde dem halt zu kurz fallen, das, und zwar aus folgenden Gründen. Das bezieht sich nur auf Staaten und wir haben gerade gesehen, eigentlich unsere größten Albträume, die wir heute im Verlauf des Tages geäußert haben, beziehen sich hauptsächlich auch auf nichtstaatliche Akteure. Und das Zweite ist, dass eine Ächtung nicht immer den Einsatz verhindert. Und da komme ich jetzt nochmal auf deinen Punkt zurück. Ich meine, okay, Rechtsbruch gibt es immer, so viel dazu. Aber die Unterscheidung zwischen offensiv und defensiv zwingt uns dann offensichtlich nochmal eine Ebene runter zu gehen und versuchen auf der Einsatz- oder Bestückungsebene, je nachdem wie man das sieht, auch nochmal Regelungen zu fordern, Zusatzprotokolle, wie auch immer man das ausgestaltet. Aber die Dimension alle zu sehen ist wichtig und ich denke, dass man sie alle verregeln kann. Man muss sich nur eben über gewisse Eigenschaften des Völkerrechts vielleicht bewusst sein, aber dass das nicht mehr zu regeln sei, würde ich wirklich widersprechen. Ja, ich würde dieses Argument von Markus ein bisschen stützen, dass es zumindest, also jetzt vielleicht noch regelbar ist, aber ich glaube eben auf Dauer eben nicht mehr, was einfach mit der technologischen Entwicklung und des exponentiellen Wachstums derselbigen und auf der anderen Seite der exponentiellen Abnahme der Kosten und so weiter irgendwie einhergeht. Und das macht es halt dann eben extrem kompliziert. Früher konntest du einfach sagen, okay, ich verbiete das, also ich sage, Polizeifunk ist irgendwie da bei 88, 87 Megahertz und ich verbiete einfach Leuten Radios zu bauen, die irgendwie diesen Frequenzbereich machen. Und aber heute hast du irgendwie in jedem Kofferradio irgendwie ein DSP drin, wo du das dann wieder nur mit Software machen kannst, dann kannst du es nicht entdecken. Es ist einfach, es ist günstig. Und ich denke, das ist die Entwicklung. Ich meine, dieses Beispiel irgendwie mit den, auch mit dieser kleinen Hartplastikpistole irgendwie aus dem 3D-Plotter, was da irgendwie vor ein paar Wochen rumging, das zeigt ja auch schon so ein bisschen in die Richtung. Und da werden wir, glaube ich, hinkommen und das hat auch wieder was so mit unserem Piraten-Urthema, glaube ich, zu tun, mit diesem digitalen Wandel, dass wir uns jetzt halt vernetzen, dass wir dadurch die Komplexität extremst erhöhen. Und das, da fällt es uns jetzt einfach irgendwie an vielen Stellen auf die Füße. Völkerrecht irgendwie so ein Ding, das konnte man früher noch alles irgendwie so schön einteilen und dann gab es irgendwie die Staaten und so. Und das asymmetrische Kriege zerfällt jetzt total, weil auch diese hierarchischen Strukturen gar nicht mehr da sind, weil wir sie zum einen nicht mehr brauchen.
Ich glaube, viele unserer hierarchischen Strukturen, die wir aufgebaut haben, haben wir einfach aufgrund von Kommunikationsdefiziten sozusagen aufgebaut, weil wir gesagt haben, okay, wenn die sich jetzt irgendwie alle mit 100 Bataillonen erstmal beraten, was sie als nächstes machen, dann wird das nichts mit dem Krieg. Deswegen machen wir das irgendwie hierarchisch. Heute haben wir eben die Möglichkeit, auch horizontal zu kommunizieren, und da stellen wir fest, dass es in vielen Bereichen vielleicht effizienter ist. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, der uns da jetzt überall auffällt. Ich mache es auch ganz kurz. Die Komplexität, denke ich, sollte uns trotzdem nicht davon abhalten, zu sehen, okay, wir müssen offensichtlich bestimmte Güter, die es gibt, die Fähigkeit, die Potenzial zum Ausbau zu Waffen haben, zu regulieren. Das ist auch jetzt schon so, dass es relativ kompliziert ist, was Dual Use ist und was nicht. Und das wird es auch mit der Zunahme von verschiedenen Waffensystemen sicherlich nicht einfacher machen. Aber insofern gebe ich dir gleichzeitig recht und würde aber sozusagen dem Pessimismus ein bisschen widersprechen. Ich wollte nochmal gegen das Moratorium sprechen. Also natürlich haben auch die Ritter, die damals im Krieg gegen die Engländer zum ersten Mal Bekanntschaft mit den Langbogen gemacht haben, gesagt, hey, diese Waffe, total unmenschlich, das muss weg vom Schlachtfeld, das ist nicht ritterlich. Gleiches gab es beim Vorderlader, beim Hinterlader. Wir können die technologische Entwicklung einfach nicht anhalten, sonst würden wir alle noch vielleicht eine Keule im Krieg einsetzen. Das ist nicht der Fall. Also nimmt diese Evidenz bitte und es funktioniert nicht. Perfekt. Genau, richtig. Bin ich dran? Also direkt dagegen, es funktioniert schon, es funktioniert sehr eingeschränkt, aber es funktioniert. Man sieht es, wie es also zumindest eingeschränkt funktioniert bei nuklearen Waffen. Man sieht, wie es funktioniert bei biologischen Waffen. Ich persönlich weiß von keinem Einsatz von Biowaffen. Der letzte Einsatz von Nuklearwaffen, der mir bekannt ist, ist 60 Jahre her. C-Waffen sind eine andere Geschichte. Da hat man sie schon gehabt und das Potenzial ist nochmal ein anderes als das Nukleare. Wir merken, und da gebe ich dir recht, es funktioniert nur bei absoluten Extremer. Was ich aber eigentlich sagen wollte, und da wollte ich auf das hinaus, was der Stefan davor gesagt hat, bevor er gerade reagiert hat, nämlich das mit den nichtstaatlichen Akteuren. Das halte ich für ein sehr wichtiges Problem. Denn wir reden ja nicht nur, also automatisierte Sicherheitstechnik heißt der ZIP, und wir reden ja jetzt nicht nur über den Krieg, sondern wir reden auch über den ganz normalen Einsatz von Technik, auch innerhalb einer zivilen Gesellschaft. Das kann einerseits weiterhin durch den Staat sein. Ich fasse jetzt auch mal Polizei beispielsweise unter Zivilisten, weil es eben keine Kombattanten sind in einem Krieg. Unless you have, aber letztlich habe ich auch da zivile, staatliche Akteure in einer Zivilgesellschaft, die solche Drohnen einsetzen können. Nicht zwingend bewaffnet, aber auch es gibt ja auch Überlegungen, Drohnen mit nicht letalen Wirkmitteln auszustatten, irgendwelche Gummigeschosse oder CS-Gas oder was sie da vorhaben, ich weiß es nicht, zum Crowd and Riot Control, also zum Kontrollieren von Menschenmengen. Ich sage nur Blockupy. Und ich habe auch da wieder nichtstaatliche Akteure und kombiniere nichtstaatlichen Akteur, soll heißen Zivilpersonen, Einzelpersonen, gegebenenfalls Unternehmen mit Drohne, mit hochauflösender Kamera und erhalte einen Post-Privacy-Albtraum. Und deshalb, um auch nochmal auf dieses Proliferationsargument zu kommen, auch wenn der Begriff bei Zivilpersonen wahrscheinlich von der Definition her falsch gewählt ist. Drohnen sind also automatisierte und autonomisierte Systeme, die ortsungebunden sind meiner Ansicht nach auf jeden Fall ein regulierenswertes Gut aus den genannten Gründen. Okay, also wenn es sinnvoll ist, ich sehe nicht, dass es irgendwie kontrolliert werden könnte. Wir haben irgendwie vor 5 Jahren gab es ein Hobbyprojekt, da hat jemand eine Drohne vollautomatisch über den Atlantik geschickt.
das funktioniert heutzutage so im Hobbyprojekt, hat natürlich weniger Tragkraft und weniger Bomben befördert, sondern irgendwie eine Kamera. Ansonsten sehe ich auch, dass der Einsatz von Drohnen im Zivilbereich durch die Ablehnung von anlassloser Überwachung eigentlich recht gut geregelt ist. Also wir wollen keine Vorratsdatenspeicherung, wir wollen nicht, dass rund um die Uhr Drohnen über Frankfurt fliegen, sondern nur, wenn es irgendwie absolut notwendig ist und für einen begrenzten Zeitraum auf einem begrenzten Raum. Von Drohnen mit Wirkmitteln, Bomben, Tränengas, was auch immer, würde ich Abstand nehmen wollen. Vor allen Dingen auch auf jeden Fall keine automatisierten Systeme. Ich denke, sowas kann man durchaus noch über die übliche Methode machen. Und vorhin wurden die Mails vorgestellt, also die Heron-Drohne, die ja irgendwie sozusagen die große Funkzellenabfrage mitbringt. Und die Frage an euch, in welchem Land wollt ihr das einsetzen? Ich meine, das sind alles Zivilgesellschaften und da wollen wir auch irgendwie Menschenrechte einhalten. Und die gelten auch, soweit ich weiß, in gewissem Maße in Kriegsgebieten. Ich weiß nicht, ob das der Völkerrechtler vielleicht auch nochmal irgendwie... da steht auch sowas drin, wie ich habe das Recht auf Briefgeheimnis und ähnliche Geschichten. Jetzt? Ja. Gleich viel besser. Ja, du hast ja vorhin gemeint mit der Keule, dass sich der Mensch seitdem immer weiterentwickelt hat. Natürlich ist das so und die Germanen fanden das auch blöd, dass die Römer mit Onager kamen und Katapulten und die ganzen waren natürlich, so geht es immer in der Menschheit, aber Albert Einstein hat mal gesagt, dass der vierte Weltkrieg wahrscheinlich mit Keulen ausgetragen wird, weil der Mensch hat sich dann mit seinem technischen Sachverstand so viel in Waffen entwickelt, dass er sich dann irgendwann wieder in die Steinzeit zurückkapitulieren wird. Und ich denke, darum gab es ja auch die Beschränkung von gewissen Waffensystemen, was halbwegs funktioniert. Bei Atomwaffen funktioniert das Gott sei Dank auch. Gut, wenn man vielleicht manche Länder absieht, wie Nordkorea, dann funktioniert das. Aber ich denke, das ist es auch wichtig. Und wir haben ja morgen die Programmdiskussion und da würde ich einfach dann auch vorschlagen, dieser neue Bereich an automatisierten Waffen ist zum Beispiel was sehr Gutes, was sich zum Beispiel einigen würde, wenn sich hier mal die Europäer einig wären. Wir sind auch eine internationale Partei, aber wir sind auch sehr eine europäische Partei mit allen möglichen europäischen Piratenparteien und ich denke, das wäre sehr schön, wenn zum Beispiel die Europäische Union einen Konsens finden würde, wie es dazu steht. Da können wir natürlich als Piraten vielleicht eine Anregung machen, wie wir dann dazu stehen, dass wir halt einfach, angenommen, wir Piraten einigen uns, wir könnten, das ist jetzt total utopisch, auf den Fahrplan der EU bringen und die EU ist dann mit ihrer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik versucht, das dann auch einzusetzen in andere Regionen. Das fände ich zum Beispiel sehr schön und das fände ich auch sehr wichtig. Weil da wäre wirklich, wir stehen jetzt am Anfang von dieser Debatte oder gut, schon mittendrin, Anfang wäre wahrscheinlich vor 10 Jahren gewesen, aber ich finde, da sollte man wirklich was sagen und das fände ich sehr wichtig. Ja, ich versuche jetzt mal ein bisschen auszuholen. Ich wollte gerne mal historisch argumentieren. Ich schreibe meine Magisterarbeit zum Thema Luftschutzarchitektur und habe mich da auch ein bisschen mit der Entstehung der Luftwaffe generell beschäftigt und auch mit den ersten Luftkriegsdoktrinen. Duetismus ist da so das Stichwort, was immer wieder fällt, was man da gelesen haben muss. Das war ein General, der sich gedacht hat, das ist ganz klasse, mit 1000 Bombern in eine Stadt zu fliegen und das alles einzuäschern. Und dann würde man ja Kriege dadurch viel schneller verkürzen und das wäre alles total human. Die Auswirkungen hat man ja im Zweiten Weltkrieg dann gesehen, wohin das geführt hat. Es gab damals schon Bestrebungen, die gefährlichen Flugzeuge, die man da teilweise empfunden hat, also Bomber und so weiter, zu verbieten. Das hat nicht gefruchtet auf internationaler Ebene, weil die Begehrlichkeiten der Militärs einfach viel zu groß waren. Die Politiker wollten die Optionen, die sich mit militärischen Flugzeugen ergeben haben, gerne umsetzen.
diese ganze Debatte, die sich in den 20er und frühen 30er Jahre abgespielt hat, wiederholt sich jetzt exakt bei den Drohnen wieder. Und wir haben, ich sehe es wieder, dass eine internationale Konferenz oder eine Vereinbarung wieder scheitern wird, weil einfach politische Begehrlichkeiten und militärische Begehrlichkeiten zu groß sind. Die Verlockungen, die diese Technologie mit sich bringen, sind einfach da und man will sie ausprobieren. Und ich hoffe nicht, dass es wieder zu so einem Crash kommt, wie es im Zweiten Weltkrieg kam, wo dann alle Nationen lernen, okay, wir sind hier in eine Sackgasse gesteuert, das kann zu nichts führen. Und ich denke, wir als Piraten sollten schon hier eine klare Stellung beziehen und auch wenn es vielleicht aussichtslos erscheint, könnten durchaus sagen, okay, wir streben eine vielleicht jährlich stattfindende Konferenz statt. Wir ziehen voran und sagen, wir möchten keine autonomen Kampfdrohnen oder überhaupt gar keine autonomen Drohnen, keine Kampfdrohnen und ihr seid alle herzlich eingeladen, mitzumachen als anderen Staaten, aber wir gehen voraus als Deutschland, wir machen das nicht und im Rahmen einer internationalen Organisation oder eines Treffens mit anderen Staaten versuchen wir euch auf unsere Seite zu ziehen und fangen erstmal klein an. Also als Idee vielleicht. Ja, kann ich nur sehr stark unterstützen, unterschreiben, das ist genau die Richtung. Ein Punkt scheint mir aber noch wichtig, soll man nicht ausblenden. Das ist alles, sagen wir, die Betrachtung der zwischenstaatlichen Kriege bzw. Konflikte. Und wir sind im Zeitalter der asymmetrischen Konflikte. Und das Problem ist ja, es gibt Gruppierungen, egal welche, die sich an mögliche Vereinbarungen, Ächtungen nicht halten. Ich habe auch keine Antwort, wie man damit umgehen soll. Nur das darf man auch nicht aus den Augen verlieren. Denn wir haben heute noch Beispiele mit Begehrlichkeiten Richtung nukleare Waffen, chemische Waffen und wie man mit solchen Dingen umgeht, das ist die große Frage. Dazu kommen jetzt mal eben die Drohnen, bemannt oder auch unbemannt. Wurde doch noch wieder ausgemacht. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich gehe kurz darauf ein, wenn ich mich daran erinnere, was du gesagt hast. Dann erstmal das andere. Ich denke, wir können aus diesem Zyklus, wenn ich das jetzt mal so interpretiere, als Vergleich zum zyklischen Weltbild ausbrechen, wenn wir da eine gewisse Willenskraft an den Tag legen. Was man aber auch auf jeden Fall aus diesen historischen Lehren ziehen kann, ist Folgendes. Wir hatten den langen Bogen, wir hatten Kanonen, die Wunderwaffen des 14. Jahrhunderts, die plötzlich die Mauern der Burgen durchbrechen konnten. Dann hatten wir Flugzeuge und heute haben wir Drohnen. Jede Generation hat ihre Wunderwaffen und ich denke, gerade die Interpretation als Wunderwaffe macht sie im Einsatz ziemlich gefährlich letztlich, weil damit immer eine strategische Überschätzung der eigenen Macht einhergehen kann, die eben zu Leichtfertigkeit führt und die immer wieder damit begründet wird, dass man ja jetzt Kriege schneller und schmerzloser gewinnen könnte. Und diesen Punkt dürfen wir morgen auf jeden Fall nicht vergessen. Okay. Wenn man vom asymmetrischen Krieg spricht, dann hat man zum Beispiel irgendwie Terroranschläge im eigenen Land. Dann denken wir so an die ganzen Sicherheitsgesetze und Kameras und sagen dann, Kameras können aber nicht eingreifen. Deswegen bräuchten wir eigentlich eine Kamera mit einem Wirkmittel, mit einem Gewehr dran, ja, also Drohnen. Oder wir stellen halt einen Polizisten hin, ja, und sagen, okay, der muss aufpassen. Ich glaube, der Simon guckt gerade schon so komisch. Ja. Also nein. Und wenn es halt nicht in Deutschland ist, sondern woanders, dann haben wir halt irgendein Land, in dem wir gerade sind, wie in Afghanistan oder die Amis im Irak, wo sie halt sich das Dilemma mit den Drohnen selber eingebrockt haben. Sie haben gesagt, okay, sie wollen dieses große Land mit möglichst wenig Truppen besetzen. Und das einzige Problem beim Vorschuss auf Bagdad war, dass die Tanklaster nicht nachkamen. Das heißt, sie haben ein großes Gebiet, sind nicht vor Ort und wollen das dann polizeilich sichern und mit den Drohnen aufpassen, dass die Bevölkerung nichts Böses macht. Normalerweise hätte man ja, wie man das früher gemacht hat,
viele Truppen vor Ort, die sozusagen die Lage vor Ort sichern und so eine Art Polizeiarbeit leisten. Und jetzt sagt man, okay, egal was da passiert, es wird keiner mehr verhaftet, sondern stattdessen lässt halt die Drohne eine Bombe fallen. Das ist sozusagen Todesstrafe auf jedes Vergehen, was irgendwo im Gebiet passiert. Wenn ich sage, da manipuliert jemand eine Eisenbahnstrecke oder baut eine Bombe unter eine Straße oder spioniert irgendeine US-Base aus, dann wird halt nicht geguckt, dass man den irgendwie verhaftet oder festnimmt, sondern dann bombardiert man den. Das ist halt ein Schritt, den man sich halt dadurch auch selber erzwingt, weil man halt nicht ausreichend Truppen vor Ort hat. So. Nämlich das hier. Einen Aspekt, ich bin zwar ein bisschen später gekommen, aber den wir noch gar nicht hatten, so in diesem automatisierten Kram, ist jetzt mal so ein bisschen weg von den Drohnen, an den anderen Stellen, wo automatisierte technische Systeme Dinge tun. Also ich denke, so das bekannteste Beispiel ist irgendwie Stuxnet. Deswegen halt auch relativ eindrucksvoll, weil es eine relativ sophisticated Schadsoftware war, die aber tatsächlich dann irgendwie Einfluss auf die physische Welt hatte, in dem dann halt diese Zentrifugen sich da anders gedreht haben, als sie sollten. Indekt ist vielleicht noch was Ähnliches, aber worauf ich da hinaus will, ist, weil eben halt auch die Regulierung der Nuklearwaffen und so kam, das ist so ein bisschen meine Interpretation der Lage, was diese Dinge angeht, also dieses Cyberwar-Ding, dass wir da in einer Situation sind, wo man weiß, dass halt viele Länder dort investiert haben, Dinge angeschafft haben, wie man gesehen hat, auch schon im Feld haben. Also es ist davon auszugehen, dass irgendwie da draußen irgendwie schon eine relativ große Anzahl an Schadsoftware installiert ist. Das heißt, es ist relativ viel offensives Potenzial irgendwie vorhanden und es wird immer mehr. Jeder macht seine Cyber-Whatever-Truppen da gerade auf. Und auf der anderen Seite ist so diese Rhetorik auf der internationalen Ebene irgendwie, finde ich, sehr, sehr beängstigend. Also da tritt dann irgendein US-Exekutivmensch vor die Presse und sagt, gestern haben die Chinesen uns irgendwie angegriffen oder so. Alios, ja? Du schweifst total ab. Ist das nicht auch automatisierte Automatisierung? Das wäre jetzt nochmal so ein Aspekt gewesen, der ja auch in die Richtung, Ich weiß, aber wir hatten eine eigentlich sehr tiefgehende Diskussion in eine bestimmte Richtung. Okay, ich meine jetzt so in den letzten 20 Minuten rausgehört zu haben, so eine Tendenz, die ich für nicht ganz ungefährlich halte, die lautet, naja, wenn das Militär das will und das Militär macht und tut, im Prinzip ist das, was wir seit 10 Jahren beobachten, ja eine Reaktion darauf, dass das Militär aus Scheiße Gold machen soll wieder. Na, ist eine Sache zu sagen, marschiert mal eben kurz da ein, macht mal alle Militärs platt. Und dann hatte ja niemand die Traute zu sagen, und jetzt mache ich tatsächlich ein Besatzungsregime. Das heißt, ich lasse richtig Soldaten im Land und mache von oben drauf. Nee, dann wird einem das von den Fuß gekippt. Und letztendlich habe ich mit zu wenig Leuten, soll ich jetzt auch Polizeiaufgaben machen. In Afghanistan, ne, der Auftrag ist ja nicht nur, du machst mal Sicherheit für ein paar NGOs, sondern du machst auch das Einwohnermeldeamt, du unterstützt den Bürgermeister beim Aufbau einer zivilen Verwaltung und sorgst noch dafür, dass das alles Good Governance ist, nach unserem Verständnis und nicht nach afghanischem Verständnis. Davon müsste man sich vielleicht mal trennen. Also
Ich bin durchaus der Meinung, dass wir uns selber, das sehe ich übrigens dann auch mit dem Schritt zum Cyberwar genauso, man sollte sich nicht hinsetzen, weil das halte ich für total verkehrt, und sagen, naja, wir finden das doof und wir wollen das nicht und deswegen führen wir es nicht ein. Also grundsätzlich auch aus der Geschichte eine Lehre ist, immer dann, wenn einer gesagt hat, naja, ich will das nicht, ich finde das doof, dann sagte einer, oh danke, dass du es doof findest, das macht es mir deutlich einfacher. Na, also zum Rahmen Erpressbarkeit und persönliche politische Handlungsfähigkeit. Das sollte man dann auch sehr genau trennen, finde ich. Ja, danke schön. Das war jetzt die letzte Wortmeldung. Wir hätten eigentlich noch circa 15 Minuten, wenn ich mich nicht irre, Sebastian. Ja, wir müssten nämlich zeitig die Veranstaltung beenden, weil hier noch abgebaut werden muss, wenn ich das richtig verstanden habe und so weiter. Da 1, 2, jetzt kommen noch ein paar Wortmeldungen. Ich glaube, der Stefan wollte noch was sagen. Jetzt doch noch. Ja, nochmal eine Antwort auf das, was du gesagt hast, Kurt. Du hast recht, also die Nicht-Einführung von einem Waffensystem, einer Waffe, überzeugt noch niemanden. Also ich denke, so blauäugig darf man nicht sein, aber man darf das Ganze auch nicht nur aus der Linse des Kommandeurs sehen, der da einen strategischen Vorteil sieht, sondern ich denke, internationale Beziehungen ist mehr. Das ist tatsächlich auch Kultur, Normen, Überzeugungskraft, die aber auch entsprechend mobilisiert werden muss. Das heißt, mit dem Verzicht Deutschlands wird erstmal nichts bewegt, aber wenn dahinter noch eine entsprechende Kampagne auf diplomatischer Ebene steht und auf zivilgesellschaftlicher Ebene, die meinetwegen die Regierung unterstützt, gewisse NGOs bei der Arbeit, die ihre Überzeugungen auch durchsetzen, dann ist das nochmal eine ganz andere Sache. Also ich habe jetzt keinen Beitrag zur inhaltlichen Diskussion, aber ich möchte den beiden Referenten noch mal ganz herzlich bedanken. Und ich möchte daran erinnern, dass die sich freiwillig hier einen Samstag um die Ohren schlagen, der eigentlich Freizeit ist. Also ich weiß, dass der Niklas zum Beispiel Familienvater ist und Eltern ist normalerweise das Wochenende wirklich heilig. Und er tut das aus reiner Demokratiefreundlichkeit, nicht etwa für Honorar. Ich weiß nicht, ob du auch Kinder hast, aber dir bin ich genauso dankbar. Und wenigstens ein ganz kleines Dankeschön wollte ich euch überreichen. Also das ist ein bisschen zum Feiern. Jeder eine Flasche Rotwein. Wenn die Piratenpartei über 5% kommt, hat sie auch ein Budget und kann dann den Referenten auch ein Honorar zahlen. Wir versprechen, dass wir das dann auch machen werden. Wenn wir bei Dank sind, dann möchte ich persönlich, wahrscheinlich auch viele denken, genauso auch dem Sepp danken, der sich fast jedes Wochenende mit uns herumschlägt und die Übertragung macht. Vielen Dank, Sepp. Ja, wenn wir schon am Bauchpinseln sind, ich möchte mich auch bei allen Teilnehmern bedanken, die teilweise auch von weiter her angereist sind. Das macht natürlich auch immer eine Menge Arbeit und kostet auch eine Menge Geld. Ich möchte mich auch weiter bei allen Leuten bedanken, die hier Schlafplätze zur Verfügung gestellt haben für die Teilnehmer, die teilweise von weiter weg angereist sind. Und mich für die schöne Diskussion bedanken, die wir hier hatten, und freue mich, euch möglichst morgen zahlreich wiedersehen zu dürfen. Wer das morgen noch nicht kennt, wir treffen uns spätestens um 10 wieder hier, also um 9 bin ich wahrscheinlich schon dann da und dann fangen wir um 10 an. Wir werden diskutieren, wie wir irgendwie morgen was zu Papier bringen, was wir dann zu irgendeinem Bundesparteitag dann abstimmen lassen. Jo, schönen Abend.